Gut. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde des Kreisky-Forums, ich darf Sie heute wieder zu einem Zoom-Talk bei Kreisky-Forum digital begrüßen, also quasi virtuell aus dem Bruno-Kreisky-Forum. Da ich zu Hause jetzt im Homeoffice sitze, ist es wirklich sehr virtuell in dem Fall. Heute habe ich zu Gast in diesem Gespräch, das circa eine Stunde dauern wird, Milo Rau. Milo Rau ist Theatermacher, Filmemacher, Künstler. Er ist seit 2 Jahren Direktor des Niederländischen Theaters in Gent, also ein Stadttheater in Gent. Das ist im flämischen Teil Belgiens. Und Milo, super, dass du mit mir dieses Gespräch heute gestaltest. Ja, danke für die Einladung, Robert. Dazu muss man vielleicht zunächst mal sagen, dass Milo Rau und ich, wir kennen uns seit circa 10 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen länger. Es wird circa diese Zeit sein. Haben uns kennengelernt im Zuge seiner Arbeit an Hate Radio und seither einige verschiedenste Projekte auch gemeinsam gemacht. Das heißt, wir sind nicht nur Kollegen oder Menschen, die zusammenarbeiten, sondern auch gute Freunde mittlerweile, was man dazu sagen muss, aber was ja dann einem Gespräch wie diesem vielleicht auch ganz nützlich ist. Und Milo, du bist ja Schweizer, du Ja. lebst in Köln, du bist in der ganzen Welt unterwegs als Theatermacher und leitest ein Theater in Gent. Jetzt bist du gerade in Gent, ne? Jetzt bin ich gerade in Gent, in der kleinen Spielstätte, wo Und ich gezogen bin. sag mal, dieses Jahr, wie war das Jahr für dich und für euch? Ich meine, das ist ja auch, ich meine, ja, Theater, das nicht spielt, ist ein seltsames Theater, ne? Ja, also am Anfang war es tatsächlich ein bisschen seltsam. Ich war gerade in Brasilien und habe da die Antigone im Amazonas inszeniert und dann kam Corona auch nach Nordbrasilien und dann haben wir das abgebrochen. Und dann kam ich zurück und dann haben wir so am Anfang, glaube ich, wie alle so ein bisschen diesem Streaming und Plan B, Plan C, Plan D Wahn verfallen und haben dann eigentlich beim und haben die nächste Spielzeit geprobt, die ja dann auch abgebrochen wurde und dann haben wir letzten Oktober haben wir gesagt, okay, wir verschieben jetzt alles auf April. Also wir haben wirklich im Oktober dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Lockdown, wie lange auch dauert, wir gehen bis April auf jeden Fall und haben dann begonnen, strukturell umzubauen, zu proben, Filme zu drehen und uns zu überlegen, wie man damit ein bisschen tiefgründiger umgehen kann, als einfach alles ständig umzuplanen und ständig im Zoom sich gegenseitig in den Wahn zu treiben. Und ich muss sagen, wir haben da viele Formate rausgefunden. Natürlich warten wir darauf, dass wir wieder zurückkehren in den Live-Betrieb, wie denke ich, alle Theater das machen. Und für dich persönlich, ich meine, wo hast du das Jahr verbracht oder bist du trotz allem gependelt oder wie? Ja, also ich konnte, Proben kannte man eigentlich immer gut. Ich habe für Salzburg ein Stück gemacht für das Festival und dann haben wir die Schaubühne eröffnet, wurde gleich wieder in Berlin. Die wurde gleich wieder, ich glaube, nach 3, 4 Vorführungen war dann gleich wieder Lockdown, der immer noch anhält. Dann haben wir diesen Jesus-Film gemacht, dann habe ich noch ein anderes Stück verfilmt und ein paar Bücher und ich habe dann, jetzt probe ich in 2 Stücken und vor ein paar Wochen habe ich eine Oper gemacht in Genf, Mozart. Da kommen wir nach Wien übrigens im Mai. Aber das alles unter Ausschluss des Publikums. Das ist natürlich das Seltsame. Manchmal wurde dann was gestreamt oder es wurde einfach verschoben, dass man es dann zeigt, wenn Leute wieder zugucken können. Man hat aber irgendwann gemerkt, dass wenn man Proben weiter verschiebt, dann sterben die Projekte. Und dann hat man im Grunde angefangen zu proben bis zu einer virtuellen Premiere und schließt dann quasi etwas ab und probt am nächsten und wartet, bis man es spielen kann, weil das sonst einfach nicht mehr zeitlich, du kriegst es dann irgendwann nicht mehr gestaffelt, dann musst du es einfach quasi unter Ausschluss der Zuschauer machen und dann und später dann zeigen. Wir haben uns ja für den heutigen Abend den Titel gewählt. Welchen Titel haben wir eigentlich gewählt? Kunstrevolte, Revolution? Nein, Kunstkulturrevolution. Aber es kann auch Kunstkulturrevolte, Revolution sein. Das sind ja vier Begriffe, die so irgendwas evozieren und alle ein bisschen was anderes, aber in der Nähe voneinander sind.
Und das anhand einerseits der Arbeiten von dir als hochpolitischen und auch an den Punkt gehen, wo sozusagen die Beliebigkeit aufhört, sondern wo es wirklich dann auch Konflikte produziert. Also dass du dafür ja einer der Protagonisten als Gesprächspartner bist. Und auf der anderen Seite war meine Überlegung dahinter natürlich auch, dass wir in so einer Krise, die wir jetzt durchmachen, und wenn man die irgendwann mal zu Ende hat, wird eine Art von neuer Ära beginnen. Also zumindest eine neue Zeitrechnung, die Zeit danach. Es wird auch möglicherweise so etwas wie, man hat es so satt, sondern dass dann eine Art von Beginnergefühl entsteht. Also zumindest darf man das nicht ausschließen. Und da spielt natürlich die Kunst und die Kultur als Motor möglicherweise auch für einen neuen Zeitgeist eine entscheidende Rolle. Und auch darüber würde ich gern mit dir reden. Und insofern werden wir das natürlich heute ein bisschen verzahnen, deine Arbeiten und das ein allgemeineres Bild zu diesem Thema. Um das gut hinzukriegen, möchte ich mal mit dem Aktuellen beginnen. Du hast es schon geschildert, du hast einen Film gemacht, der heißt Das neue Evangelium. Und ja, vielleicht bevor wir drüber reden, spielen wir jetzt gleich den Trailer ein. Oder würdest du gern noch drei Sätze sagen, bevor wir das tun? Nee, der Trailer ist perfekt. Der gibt die perfekte Einleitung, denke ich. Dann sollten wir jetzt in der Lage sein, den Bildschirm zu teilen, dass Sie zumindest im Gesamtbildschirm dann diesen Trailer sehen, hoffentlich. Komischerweise haben wir keinen Ton, Jutta. Den müsst ihr noch einstellen, unten an diesem Ding da. Einmal muss man da zweimal drauf, dass er kommt. So, ich versuche es nochmal. Bitte sagen, ob ihr jetzt was hört. Schau mal, ja, und schau mal, ob der... Jetzt hören wir. Super, cool. C'est Golgotha. En fait, crucifié Jésus. Voilà, dans les films de Pasolini et Mel Gibson. Sono un attivista per i diritti che lotta contro il caporalato, contro lo sfruttamento in agricoltura. Che cosa potete fare? Non abbiamo acqua, anzi, Sei noi non iniziamo a lottare per i propri diritti, per i nostri diritti, nessuno non lo farà a posto nostro. Se uno vuol venire con me, prenda la sua croce e mi segua. Con questo progetto è qualcosa che va al di là delle religioni. Che ruolo ti piacerebbe interpretare? Essere questa presenza visibile e invisibile. Anche la scena dei soldati che picchiano Gesù, molto molto interessante. Da cattolico, paura, mal di mare? In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Noi non siamo un film, io organizzo le lotte. Siamo già stati sfruttati nel modo di lavoro dentro la campana come schiavi. Dobbiamo solo dire una cosa, anche prendere fiducia. Dobbiamo iniziare questa nuova follia, la follia del cambiamento. Ja, danke. Und jetzt glaube ich, können wir das wieder beenden. Super. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war. Bei mir hat es jetzt ein bisschen geruckelt immer.
Ich nehme an, das war eine Überforderung der Netzkapazität, es einerseits runterzuziehen und andererseits gleichzeitig wieder raufzuladen. Zumindest war es bei mir so. Wenn es bei euch wahrscheinlich auch so gewesen sein, oder? Hast du unruckelnd gesehen, Milo? Nee, bei mir hat es auch geruckelt. Das, ja, genau. Ich denke, das ist, ja. Gut, beim nächsten Mal wissen wir, wir müssen uns zunächst mal runterziehen, damit wir nicht rauf und runterladen gleichzeitig müssen. Aber macht ja nichts. Ich glaube, man hat einigermaßen ein Gefühl dafür bekommen, was dieser Film ist. Also soweit man das überhaupt in einem Trailer kann. Und also das ist du hast den Auftrag bekommen, sozusagen die Passionsgeschichte neu zu verfilmen. Hast das gemacht in Matera. Und das aber auf andere Art und Weise getan, als man vielleicht angenommen hat, wie du damit begonnen hast, nicht? Oder wie du an der Arbeit begonnen hast. Also das hat sich ja, es ist jetzt auch nicht wirklich ein Spielfilm in dem Sinne, dass er die Passionsgeschichte als Spielfilm nachstellt, sondern es hatte die Elemente des Castings, des Alltags. Du hast es also nicht versklavten, aber den prekärsten und unterdrücktesten Arten von Arbeitern, nämlich Migranten in der italienischen Obst- und Agrikulturindustrie gedreht. Und das zeigt deren Leben, es zeigt deren Geschichte, es zeigt deren Kampf und Würde und gleichzeitig verzahnen sie es mit der Passionsgeschichte, also einer großen Leidensgeschichte, die gewissermaßen als Vorlage für Kämpfe um Würde im kulturellen Gedächtnis da ist. Das ist sozusagen des Films. Wie kam es zu dem, Milo? Ja, das war eigentlich ursprünglich ein Zufall oder eine Anfrage, dass Leute aus Matera nach Gent gekommen sind und das war 2017 und gesagt haben, wir wollen, dass du was machst. Wir werden Kulturhauptstadt 2019, das war ein bisschen ähnlich, als du auf mich zugetreten bist, für dein Kulturhauptstadtprojekt, das am Laufen war. Und ich habe gesagt, ja klar, ich mache einen Jesus-Film, weil ich kannte natürlich den Pasolini-Film und ich hatte zufällig im Jahr davor mit Maya Morgenstern, die im Mel Gibson, der da auch einen Jesus-Film gedreht hat, die Heilige Maria gespielt hat. Ich habe mit ihr ein Stück gemacht und habe dann auch Enrico Irazocchi angerufen, den Jesus von Pasolini, der leider gestorben ist vor ein paar Monaten. Und habe gefragt, ob er bei uns Johannes der Täufer spielen will. Also der Mann, der eigentlich den neuen Jesus, unseren dann tauft im Film. Bin da hingefahren, habe noch ein bisschen weiter gecastet mit Schauspielern. Und eben dazu muss man sagen, dass Matera eigentlich so ein bisschen im europäischen Film Jerusalem ist, könnte man. Wird da immer als Kulisse benutzt, sieht auch sehr ähnlich aus. Und dann habe ich tatsächlich diese Situation entdeckt, dass ironischerweise die europäische Kulturhauptstadt so passenderweise umgeben ist von einem Ring von wilden Flüchtlingslagern. Inmitten dieser mafiösen Riesenmonokulturen, die gerade dadurch funktionieren, dass die Leute auf kriminelle Weise illegalisiert werden, dass sie eigentlich in einem Teufelskreis gefangen sind, keine Niederlassung, keine Arbeitspapiere, keine Niederlassung und ausgebeutet werden, dann für 20 Euro pro Tag 10 Stunden arbeiten und unsere Billigtomaten und Billigorangen und Billigmandarinen liefern müssen. Ein riesiges Arbeiterheer. Und ich habe mir gemerkt, oder ich habe mir gesagt, ich muss im Grunde einen Film drehen, der zwischen diesen beiden Wahrheiten spielt, der cinematografischen Wahrheit des Welt-Jerusalems, Pasolini, Mel Gibson und so, große Schauspieler, und auf der anderen Seite Aktivismus und im Grunde die Letzten der Gesellschaft, von denen Jesus spricht in seiner Zeit. Spielt ja in der damaligen Peripherie des Imperiums Roms, damals Palästina. Süditalien ist im Grunde auch ein peripheres Gebiet innerhalb Europas. Da gibt es fast keine Regierungsmacht mehr, hat man das Gefühl. Die Macht liegt eigentlich in den Händen tatsächlich der Mafia. Also auch wenn ich dann Drehgenehmigungen brauchte, dann gibt es einen Filmminister in Matera. Aber sobald du dich rausbewegst, kannst du deine Drehgenehmigung bei der Mafia holen. Mhm. Also das ist, wo man sich dann erkundigen muss, ob man in dem Strandabschnitt oder auf dem Feld drehen kann. Und da habe ich Ivan Sagnier kennengelernt, diese äußerst charismatische Figur, also der tatsächlich einen Streik gemacht hat vor 12 Jahren, den ersten gegen die Mafia, auch Gesetze
gedrückt hat gegen das sogenannte Capularato, also gegen dieses Vorarbeitertum, dass die Mafia mit Wagen rumfährt und Leute aufpickt und die auf die Felder bringt. Also es ist Verträge, ohne Verträge keine Arbeit, ist eigentlich alles gesetzlich geregelt, ist sogar kriminell, wurde aber nie umgesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kehren in den Süden zurück, wir scharen bis 40 Initiativen in der sogenannten Revolte der Würde um Ivan und um die verschiedenen Apostelinnen und Apostel und drehen parallel einen Jesusfilm, ein Making-of und eine Politkampagne, die eigentlich versucht, diese Rechte durchzusetzen. Also Jesus sagt ja im Matthäus-Evangelium, ist das zentrale Wort von Jesus, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu brechen, sondern es zu erfüllen. Also die Gesetze, die die EU und die Italien hat, durchzusetzen, weil Illegalität ist ja an sich illegal, gesetzlich gesehen. Das alles geht ja gar nicht, das ist ja gar nicht denkbar. Also juristisch gesehen geht das, also gibt es das deshalb auch nicht. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen einen Film, wir machen aber auch diese Revolte. Wir hatten zum Beispiel dann so Regeln, also wir haben gesagt, jeder, der mitspielt, wird legalisiert. Also wir hatten Anwälte, wir haben das sogenannte Haus der Würde dann zusammen mit der katholischen Kirche gegründet, um den Leuten eine Niederlassungspapiere geben zu können, damit wir nachher Arbeitspapiere kriegen, damit sie dann regularisiert werden. Und so haben wir quasi einen Prozess der Regularisierung angestoßen, wo wir jetzt bei vielleicht 100 Leuten stehen. Und parallel dazu haben wir diesen Film produziert. Und das ist eine Parallelität eigentlich von zwei Dingen. Und der Film, man könnte sagen, ist fast so eine Art Dokumentation dieses ganzen Vorgangs, aber auch ein Jesusfilm. Also sozusagen die Parallelisierung ist ja dann auch ganz deutlich, weil auf der einen Seite hast du, sagen wir mal sozusagen den Kreuzweg, wo dann die Menschen hochgehen und auf der anderen Seite hast du Demonstrationsszenen der ausgebeutetsten Arbeitern, aber gleichzeitig unter einen, nehme ich an, von dir geprägten Slogan, weil sie ja eigentlich auch der Claim des Filmes ist, Revolte der Würde. Also ist es sozusagen so eine Beeinflussung der Wirklichkeit in beide Richtungen? Also du bildest die Wirklichkeit ab, aber in Wirklichkeit richtet sich dann die Wirklichkeit auch ein bisschen nach deinen Regieanweisungen, wenn sozusagen die Ärmsten der Armen unter deinen Parolen demonstrieren? Ja, ich meine, sowohl als auch. Also ich meine, die Parolen sind natürlich, die sind alle vorhanden. Das ist eher eine Versammlung von Kräften, die es gibt. Es tritt da auch kein von mir ernannter Aktivist auf, sondern es sind alles Leute, die natürlich ihre, also die Casa Sankara, Ivan, dann die italienische Farmarbeitergewerkschaft, die da von Gianni Fabris geführt hat. Also all diese Figuren sind große Figuren, die es da gibt. Also ähnlich wie du halt die Figuren hast, die in einem Jesusfilm logischerweise auftreten, wie Enrique Rozocche, Maya Morgenstern, Marcella Fonte, so kitzeln auf der Seite der Aktivistinnen auch die Figuren, die unumgänglich sind. Also hätte Ivan nicht mitgemacht, hätte Gianni Fabris nicht mitgemacht, hätten die Leute von der Casa Sankara nicht mitgemacht, das dauerte auch ein Jahr, diese Solidaritäten zu schmieden, dann wäre das nicht passiert. Und ähnlich wie in der Bibel sieht man auch Dinge scheitern, also Lager werden geschlossen. Und dann gibt es, wie du richtig sagst, ständig Parallelitäten in beide Richtungen. Also die Tempelreinigung beim Einzug von Jesus in Jerusalem ist bei uns eine Demo mit einer Zerstörung eines Supermarkts. Also wir haben da wirklich Parallelitäten geschaffen. Ich denke, auf beide Seiten Synergien hingebracht, die also bildpolitisch von unserer Seite und von der anderen Seite einfach von der Power her. Also zum Beispiel, dass es Revolte der Würde heißt, das ist nicht meine Idee. Sondern wir haben wirklich einen Slogan geführt, an dem sich alle vereinigen können. Und Revolte und Würde, das waren die zwei Begriffe, die allen sofort eingeleuchtet haben. Mhm. Also es gibt zum Beispiel dort auch eine Bewegung, die es schon gibt, die heißt Terre della Dignità, also Erde der Würde, wo es darum geht, nachhaltig anzupflanzen mit fairen Löhnen und so weiter. Also das baut eigentlich alles auf einer Geschichte auf. Auch die Orte, die vorkommen, sind alles innerhalb der Arbeiterbewegung. Das erkennt man im Film nicht, das wird zu kompliziert, aber die Demos führen immer an Orten vorbei, die innerhalb der süditalienischen Arbeit eine ganz große Bedeutung haben. Also das sind alles symbolisch aufgeladene Orte. Jetzt gibt's, das hast du mir heute geschickt, ich habe mich damit jetzt auch gar nicht beschäftigt, da auch von den Aktivisten eine eigene oder von Teilen der Aktivisten eine eigene Initiative. Wir haben einen Weblink dabei, wo auch Geld gesammelt wird. Kannst du dazu etwas sagen? Und parallel dazu sage ich, dass
sowohl hier im Zoom-Raum, dass der Link dann im Chat zu finden sein wird, als auch in der, jetzt ist er schon drinnen, als auch dann später auf jeden Fall auf unserer auf der Facebook-Seite unter diesem Gespräch. Ja, aber Milo. Vielen Dank fürs Teilen. Also wir haben im Grunde gesagt, okay, aber das ist auch eine allgemeine Ideologie unserer Arbeit, könnte man sagen. Es geht nicht ums Produkt, sondern es geht darum, dass man die Produktions- und die Distributionsbedingungen durch die Herstellung eines Kunstwerks ändert. Es gibt die zwei Dinge. Und wir haben gesagt, auf der Seite der Nachhaltigkeit dieses Projekts, dass die Leute erstens legalisiert werden, regularisiert werden, die mitarbeiten. Also das sind Niederlassungen und Papiere bekommen. Zweitens, unser Jesus Ivan Sanier stellt eine eigene Tomatensoßenmarke her. Also die vertreibt er im Grunde. Die stellt er mit und da arbeitet er nur mit Leuten, die extra dafür regularisiert werden, dass sie dann mit einem richtigen Arbeitsvertrag, im Grunde ist es auch eher ein Gefäß, um Menschenwürde zu geben und Arbeit zu geben und Papiere zu geben. Und das haben wir bis in Österreich und Deutschland unter diesem Zusammenarbeit mit Öko und Fair in 50 verschiedene Supermärkte gebracht. Also es ist jetzt wirklich breit zu kaufen, weil, also einerseits ist ja der Jesus-Film, den wir machen, eine Kritik des Systems. Für Ivan Sanier war aber immer klar und auch für die anderen, man muss es auch reformieren. Also du musst dann auch die andere Möglichkeit zur Verfügung stellen. Wenn du sagst, die eine Möglichkeit ist ausbeuterisch und scheiße, dann muss halt der Konsument quasi auch dann zu den richtigen Tomaten greifen können, wenn er sieht, wie die anderen zertrampelt werden. Und das ist eben diese Marke, die jetzt in vielen Supermärkten sind. Jetzt sind wir im Versuch daran, an die großen Supermärkte auch ranzukommen, also dass das nicht auf dieser, wie soll ich sagen, Ökoschiene läuft, sondern also nicht nur, was ja schon viel ist, sondern dass man das auch in quasi ganz normalen Supermärkten bekommt. Weil was man merkt, das war für mich ganz interessant, darüber kann man sicher lange diskutieren, dass die Amoral des Kapitalismus den Vorteil hat, dass er auch schnell zu verändern ist. Das ist ja einfach ein Verteilsystem. Und wenn der Konsument sagt, ich will nur fair produzierte Tomaten, wo die Würde des Arbeiters eine Rolle spielt, dann sagt der Kapitalismus, ja, dann produziere ich nur fair produzierte Tomaten, wenn du das nur willst, weißt du? Mhm. Und da hat man einen ganz großen Einfluss. Und das Gleiche vielleicht noch hinzuzufügen, als es darum ging, den Film auszustrahlen, obwohl Lockdown war und die Kinos geschlossen, haben wir gesagt, wir gehen nicht zu Netflix oder Amazon oder sonst so einer Plattform, sondern wir bauen unsere eigene Plattform, die verlinkt ist mit 100 geschlossenen Arthouse-Kinos. Und wenn du ein Ticket kaufst, dann geht das Geld, das du bezahlst, geht an diese Kinos. Genauso, als würdest du in dieses Kino gehen. Also, dass es auch ein Versuch ist, eine Distribution zu finden, die eben auch fair ist, die nicht einfach irgendwie irgendwo rein. Und genau, und so hat dieser Film diese Um das hier zu sagen, also in Wien lief der Film unter Anführungszeichen während des Lockdowns im Filmcasino am Margaretenplatz. Ist es immer noch im Programm? Da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Weißt du das? Ja, ja, das läuft alles noch. Also okay, das heißt für unsere Zuseher, denen kann man sagen, sie können jetzt, wann immer sie wollen, in der nächsten Zeit auf die Website des Filmcasinos in Wien gehen und sich diesen Film anschauen und diesen Film kriegt und einen Teil davon, also sozusagen Ticketpreis erhält das Kino. Das jetzt geschlossen ist. Was, genau, ja, das ist die Seite www.dasneueevangelium.de. Und man kann auch auf die Seite, da kann man zwischen den eben über 100 Kinos jetzt auswählen, welches man quasi virtuell besuchen will. Also das war jetzt deine wahrscheinlich letzte große Arbeit, jedenfalls die letzte große Arbeit, die fertig geworden ist und sozusagen ans Publikum gekommen ist. Ein Film, der sozusagen Elemente eines politischen Dokumentation und eines Spielfilms kombiniert, also im Wesentlichen als Film funktioniert. Jetzt arbeitest du natürlich auch ganz oft multimedial, crossmedial,
sehr, ein Großteil deiner Arbeit spielt sich im Theater ab, aus dem dann wieder um Filme passieren. Wir wollen ja da darüber im Laufe dieses Abends noch über das eine oder andere reden. Lass mich jetzt mal auf das Generelle kommen. Es ist ja eine große Frage der politischen Kunst generell, ja, aber vielleicht auch des politischen Theaters besonders, weil für die darstellende Kunst vielleicht auch mal ein bisschen andere noch Gesetze gelten, als für einen Autor, der alleine solitär jetzt als Autor zu Hause sitzt. Aber letztendlich stellt sich diese Frage natürlich immer, hat man noch rebellisches Zeug, das dann vielleicht irgendwie ein Theaterpublikum sich anguckt, das vielleicht saturiertes Bürgertum ist, aber doch auch ein bisschen kritisch und der Meinung ist, dass in dieser Welt einiges falsch läuft, applaudiert dazu und würde sich wünschen, dass das eine oder andere nicht so falsch läuft, aber es folgt daraus nichts. Ja? Diese Frage gewissermaßen oder dieses große Dilemma mit dieser großen Frage, was ist die Relevanz, so gebeugt unter dieser Frage gehen natürlich viele durch ein Künstlerleben. Heutzutage, was macht politische Kunst deiner Meinung nach relevant oder wie entgeht man dieser Falle, da sozusagen einfach nur Zerstreuung zu sein mit ein bisschen Gesellschaftskritik, damit man sich besser fühlt? Ja, also ich meine, grundsätzlich als Marxist kann man natürlich sagen, dass innerhalb des Systems, das System ist total und es gibt kein außerhalb des Systems, insofern ist man dem natürlich ausgeliefert, aber ich glaube schon, dass man, und das war das, was ich vorher unter Reform meinte, dass man sagen kann, man nimmt jedes Projekt als symbolische Institution, in der andere Handlungsmöglichkeiten oder vielleicht sogar nur schon Möglichkeiten, das Wissen über die Welt mit einem anderen Handeln zu verknüpfen, real gegeben wird. Natürlich gibt es die Funktion der Reflexion, der Kritik, der Emotionalisierung, der Informierung, des Alarmismus, also all das, was man quasi aus der politischen Kunst kennt. Wir haben jetzt vor vielleicht 15 Jahren angefangen und wir waren ja in den Zürcher Prozessen damit zusammengearbeitet, zum Beispiel oder im Weltparlament, wo man gesagt hat, okay, aber dann versuchen uns doch Kunst zu nutzen als gewissermaßen Orte, in denen man zugleich utopisch, aber auch ganz praktisch das tun kann, was eigentlich zu tun wäre. Also, dass man beispielsweise einen Film als Vehikel, um Tomaten zu vermarkten und Menschen zu legalisieren und real eine Revolte zu machen, auch wenn es nur für 1.000 Menschen ist, von 500.000 nimmt. Ne? Und dass man bildpolitisch etwas verschiebt. Also der erste europäische, im europäischen Film Schwarze Jesus führt dazu. Das Interessante ist, wenn ich nur schon einen Verlauf der Kritiken oder der Interviews, die ich hatte, zum Beispiel, wir haben jetzt gar nicht mehr darüber geredet, dass er schwarz ist, Ivan. Bei den ersten Gesprächen, die ich vor einem Jahr hatte, ging es immer nur darum, dass er schwarz ist. Das ist komischerweise unsichtbar geworden. Und als ich irgendwie, und da merkt man, wie schnell das irgendwie formatiert wird. Auf der anderen Seite ganz praktisch, es gibt ein Haus der Würde, 20% der Produktionssumme fließt in dieses Haus. Das ist ein wichtiger Teil. Jeder, der mitmacht, wird legalisiert, dass man sich dogmatische Regeln aufstellt und sagt, wir machen Kunst so und so. Wir wollen, dass es so ist. Wir wollen kein richtiges Leben im Falschen, zumindest nicht im Rahmen, in diesem kleinen Projektrahmen. Und im Endeffekt ist das, was man natürlich tun kann. Und je älter man wird, umso mehr spürt man ein Bedürfnis nach Praxis und nach praktischen Resultaten. Also das, und umso weniger, glaube ich, ist man irgendwie bereit, da irgendwelche Dinge, wie du sagst, irgendwie abends von 8 bis 10 zu bemängeln und sich darüber aufzuregen und dann wieder zurückzugehen dahin, wo man hier gekommen ist. Und da ist gerade Theater interessanterweise relativ effektiv, weil diese Leute, also ein Theaterprojekt hat wirklich 100 Leute, vielleicht auch 200, vielleicht auch nur 20, arbeiten zusammen für 2 Monate oder 3 Monate. Das ist im Grunde wie so eine Art von Idealkommune, in der man wirklich etwas umsetzen kann, in der man auch die ganzen, und das ist ganz wichtig zu sagen, auch die Dialektik der, wie soll ich sagen, der Reform merkt. Mhm. Das ist ja auch in der Bibel so. Das hat ja irgendwie, es gibt Verrat, es gibt irgendwie Angst, es gibt komplette Paranoia, es gibt irgendwie den Außendruck auf die kleine Gruppe, all das, was im Evangelium durch Judas und Petrus und so weiter erzählt wird, gibt es natürlich in jeder kleinen Gruppe auch. Wenn du da 40 Gruppen zusammenführst in Süditalien, die eigentlich im Grunde systematisch vom System
Divi et Impera mäßig gegeneinander ausgespielt werden, weil es natürlich so ist, dass wenn die italienischen Farmarbeiter plötzlich mit einem Heer von 500.000 Menschen konfrontiert sind, die Rechte haben, was passiert dann? Also wie bringt man diese Solidarität zusammen in einem System, das darauf funktioniert, dass sie alle, also identitätspolitisch, also nur schon die einzelnen afrikanischen Staaten werden in verschiedene Lager separiert, gegeneinander ausgespielt, die Nigerianer nie mit den Kamerunern und nie mit den Rumänen, die Männer nie mit den Frauen, die Italiener nie mit den, und die Linken nie mit den, mit den Liberalen und so weiter. Und das Schaffen einer, durch ein Projekt, einer Solidarität und einer Art von Volksfront, ist eigentlich das, was im Theater immer wieder gelingt, finde ich. Was immer wieder auf idealtypisch, aber auch auf, wie gesagt, auf schwierige Weise. Weil wenn du natürlich hinausgehst aus deiner, ich glaube, das ist allen klar, aus deiner westeuropäischen Bubble, wo du so einen Safe Space schaffen kannst, wo alles ganz nett läuft, natürlich versuchen dich die Leute im süditalienischen Lager irgendwie rauszudrängen, auszunutzen und umzubringen. Also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass dann alle Sklaven rufen, juhu, wir machen die Revolte, weil die traurige Tatsache ist ja, dass die Formatierung vor allem in unserem Geist ist, dass, also wie ich immer sage, die Sklaven wollen nicht die Revolution machen, sie wollen Herren sein. Mhm. Und das ist ja das Problem, dass man sagen muss, nee, wir alle können andere sein, wir können in Würde leben, wenn wir das System bekämpfen und ein anderes schaffen. Und da habe ich im Theater immer wieder Räume gefunden, im Weltparlament, in diesen Tribunalen, im Kongo-Tribunal beispielsweise, oder jetzt, wie gesagt, im Neuen Evangelium, wo etwas in einem Rahmen einer kleinen NGO, könnte man sagen, gelingt, wo bildpolitisch eine Verschiebung stattfindet, wo Dinge relativ schnell gehen können. Also es ist ja auch ganz nett zu sehen, wie schnell man sich selbst formatieren kann, wie schnell man selbst Dinge, die gerade noch wahnsinnig sichtbar werden, normal werden oder Utopien plötzlich einfach alltägliche, langweilige Realität sind. Und das ist, dafür ist, glaube ich, Theater der Apparat, in dem das passiert. Und deshalb interessiert mich Theater. Theater ist ja eben, und das ist ja jetzt mal schon ein großer Unterschied zu anderen Kunstformen oder zu vielen anderen Kunstformen, etwas, was immer ein kollektiver Prozess ist. Aber bei euch ist es irgendwie vielleicht noch ein viel größerer, stärkerer kollektiver Prozess, soweit ich das überblicke. Also vielleicht sollte man das ja mal schildern. Du hast ja sozusagen einen Großteil deiner Karriere mit deiner, wenn man das so, wie immer man das nennen mag, Gruppe oder Firma oder Theatergruppe, International Institute of Political Murder gemacht. Und erst seit 2 Jahren bist du Direktor in Gent. Und da habe ich dich ja auch kennengelernt, da haben wir auch einiges zusammen gemacht. Da ist es ja auch so, dass das eigentlich eine große kollektive Theatermanufaktur ist, ja, oder man arbeitet wie in einer Fabrik miteinander und du bist halt ein bisschen die Repräsentant des Ganzen. Aber im Grunde hast du ganz, ganz viele Mitarbeiter, die mit dir und Mitarbeiterinnen, die mit dir diese Arbeit machen. Und ich nehme jetzt mal an, dass das in Gent auch nicht anders ist. Auf einer größeren Ebene sozusagen. Ja, auf einer größeren Ebene. Und ich glaube, also wie du richtig gesagt hast, es ist nie anders. Mhm. Und das betrifft auch den Film und das betrifft, wie soll ich sagen, es betrifft ja fast alle Bereiche der gesellschaftlichen Arbeit, glaube ich, politische Arbeit, Aktivismus ist ja immer ein riesiger Betrieb und wir sind ja auch nicht als IPM dann, also wir sind ja nicht so machtvoll, wir sind dann 8 Leute vielleicht, aber gleichzeitig arbeiten wir dann halt mit 20 Organisationen, das geht dann von Sea-Watch bis eben Casa Sankara oder irgendein Theater, Tomatenproduzenten oder Heini Staudinger aus Österreich, der einfach sagt, ich finde das gut, das unterstütze ich, das ist eine neue Art und irgendwie da werden ständig Allianzen geschmiedet, wo alle, also wo 1 und 1 dann eben 3 ergibt, wo alle gemeinsam stärker werden und das ist ja das Multiplikativ des kollektiven Arbeitens, gleichzeitig aber natürlich auch die Schwierigkeit, weil natürlich ist jeder nur im Kollektiv, solange die Sache stimmt, also man hat ja, Mao hat es so schön gesagt, man kann das Kollektiv nicht kritisieren, das sie. Also da ist man als Subjekt ja immer so krass ausgeliefert, dass es eigentlich ständig so eine, es ist ja ein ständig jeden Arbeitstag, jeden Arbeitsschritt laufenden Evaluationsprozess, der die Intelligenz, sage ich mal, von kollektiven Arbeitsformen ausmacht, meines Erachtens. Oder die Schnelligkeit, wie du gesagt hast, dass man dann schnell Sachen machen kann, wo man gedacht hat,
wie kann das sein, aber dann ist das ein Flow. Und das ist irgendwie eine Sache, die, wie gesagt, für mich auch ganz erstaunlicherweise so ist, dass man, also jetzt haben wir, keine Ahnung, hier im Ente Gent, wir haben jetzt irgendwie in den letzten 3 Wochen haben wir im Film ein Stück gemacht und ich weiß gar nicht, wie das alles möglich war. Das hat einfach so zack, zack, zack gemacht und dann war das alles da. Also ich sage immer, es ist so, als würde ich irgendwie abends betrunken in einen Farbenladen gehen und dann schläft man ein und hat Albträume, wenn man morgens erwacht ist, da wieder hinter dir so ein Kandinsky-Bild an der Wand und man fragt sich, wer hat das eigentlich gemacht? Gut, jetzt ist aber natürlich Theaterproduktion, künstlerische Produktion doch etwas anderes als politischer Aktivismus und Parteibildung oder NGO, auch wenn es in deiner Arbeit immer sich auch ein bisschen überschneidet oder sozusagen Überblendungen hat. Ja. Aber andererseits wollen wir jetzt nicht vollkommen vergessen, dass es auch darum Fragen geht, welchen ästhetischen Stil wählt man, was ist jetzt sozusagen die Form für das, was man für dieses Projekt angemessen ist, sagen wir mal so. Das muss man ja auch immer entscheiden. Und kennengelernt haben wir uns, das hat eigentlich gleich mit einer kleinen Zusammenarbeit begonnen. Also du hast Hate Radio in Wien, hatte das quasi nicht Premiere, aber die Wiener Premiere im Brot, im Rahmen wahrscheinlich der Festwochen wahrscheinlich sogar hat mich damals eingeladen zu einem Publikumsgespräch und da haben wir uns kennengelernt und Hate Radio war ja sozusagen nicht eine deiner ersten Projekte, aber es ist auch schon eine Zeit lang vorbei, ja, also es war irgendwie, glaube ich, 2009, glaube ich, hast du das gemacht? Ja, 2010. Und Hate Radio ist eine viel kleinere Produktion, wenn man so will. Ne? Also sozusagen in Wirklichkeit sind 5 Schauspielerinnen oder Schauspieler circa auf einer Bühne in einem quasi Glasraum, der eigentlich ein Radiostudio ist. Und das ist eine Geschichte aus dem Genozid in Ruanda, wo die Hutus, die Tutsis, also wenn man das entlang der ethnischen Grenzen formulieren will, genozidal umgebracht haben. Habe ich das eh richtig im Kopf? Ja. Genau. Und es dreht sich um dieses Radiostudio und ich fand an dem so wahnsinnig beeindruckend, dass diese Geschichte, die du da erzählst, ja irritiert so die übliche Vorstellung von sowas. Ja? Also man stellt sich das ja vor als einen Ausbruch atavistischer Passionen, dass Leute losziehen, um ihre Mitbürger umzubringen. Und plötzlich stellt man anhand dieses Theaterstücks fest, dass es eigentlich fast das Gegenteil ist, nämlich dass es eine Folge von Modernisierung und Demokratisierung und Fortschritt war. Ja? Ja. Also dass diese Radiostation erstens mal ein Prozess zusammenging mit dem Prozess der Demokratisierung. Und mit dem Prozess der Demokratisierung war die Mehrheit plötzlich konnte sagen, ja, was die Mehrheit will, soll geschehen und die Mehrheit wollte halt die Minderheit umbringen. Also, dass das sozusagen eine perverse Demokratisierung ist und gleichzeitig eine Modernisierung, weil plötzlich Pressefreiheit da war, Radiofreiheit, es gibt da private Radiostationen, die private Radiostation, die circa so cool und lässig war und die geile Musik gespielt hat wie bei uns FM4, war die Radiostation, die zu den Morden aufgerufen hat. Das heißt, die waren, das hat man da gesehen, einem kulturell ja total nah. Ja? Ja. Also wahrscheinlich näher als sozusagen die Diktatoren vorher. Ja? Und das fand ich total verstörend, jetzt abgesehen davon, dass es auch noch von Überlebenden des Massakers gespielt worden ist und die dann irgendwann mal rausgetreten sind aus dieser Rolle und erzählt haben, was ihnen widerfahren ist oder zumindest was sie gesehen haben, die Morde, die sie ersehen haben. Es war ein Moment, es gab wenig Theatermomente, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt kotzen und das war da. Ja? Also das ging total nah. Das ist aber eine ganz andere wiederum, also das war ja doch relativ nahe an einem Skript im Unterschied zu anderen Projekten, die du gemacht hast. Ja, klar. Ich meine auch, das neue Evangelium ist ja voll mit einfach sehr, sehr guten Schauspielerszenen. Ivan Sanier ist auch einfach ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler, muss man sagen. Der macht den Jesus äußerst, äußerst gut. Also natürlich ist Kunst hauptsächlich, was du da beschrieben hast, ist eine Beziehung zum Publikum herzustellen, dass das Publikum verwirrt ist und kotzen will, um es vielleicht etwas simpel zu sagen.
Und ich bin sehr erfreut, also wie du das zusammengefasst hast, weil genau darum ging es mir. Im Grunde, wenn du, und darum geht es mir vielleicht meistens, also du hast eine Vorstellung von Jesus, du hast eine Vorstellung vom Genozid in Ruanda, die eine Filmvorstellung ist, das sind immer diese Schädelberge, das sind die UNO-Soldaten, das sind diese atavistischen Schlechtereien, da ist dieses extrem weit entfernte in einer anderen Zeit, am anderen Kontinent ein Stammeskrieg. Und plötzlich merkst du, das ist Postmoderne, das ist im Grunde Demokratie. Die Leute haben Black Power Kostüme an, die haben irgendwie ein T-Shirt mit Nelson Mandela, da geht alles durcheinander. Die hören dann irgendwie noch Nirvana und dann hören sie französische Chansons und verfolgen die Fußball-Weltmeisterschaft und machen Kommentare über. Also für mich war das Allergruseligste, ich war ja ein Fan von Toni Rominger, der gerade damals gegen Miguel Indurain irgendwie in der Tour de France, so waren die beide top. Und die haben ständig über Toni Rominger berichtet in diesem Völkermordradio und sprechen über Toni Rominger. Und dann dachte ich so, das ist ja eigentlich komplett crazy. Ne? Und das fand ich geil. Und ich habe auch, als ich dann begonnen habe mit den Überlebenden dieses Massakers zu armen, die heute ja alle Schauspieler sind, weil die fliehen mussten, 94 eben, oder irgendwie überlebt haben, damals teilweise noch Teenager, junge Studenten oder überhaupt noch Kinder. Wir haben ja, als wir begonnen haben zu reden, haben wir über Musik geredet. Wir haben beide oder alle MC Hammer gehört. Wir haben irgendwie die gleiche, das war das erste Mal nach 89, dass es plötzlich aufgegangen ist. Und das war, wie gesagt, auch der Untergang der Ruanda, weil dann die internationale Gesellschaft gesagt hat, ihr müsst jetzt ein Privatradio gründen, jetzt müsst ihr Wahlen machen, und dann hatten die Leute Angst, die nächsten Wahlen zu verlieren und haben sich radikalisiert und haben diese Mehrheitsdemokratie-Wahn entwickelt, da kam ein Bürgerkrieg dazu und dann kam es zur Apokalypse. Und da merkt man, wie offene Gesellschaften Monster gebären und der Traum der Demokratie eben im Grunde einen Genozid in sich trägt, eben die Herrschaft der Mehrheit. Und das ist etwas, was ich versucht habe, in dem Stück zu zeigen und auch ein Stück weit, also ähnlich wie der Jesus-Mythos, den Genozid in Afrika zu entafrikanisieren und diese nahöstliche, palästinensische, europäische Geschichte zu enteuropäisieren oder quasi dadurch, dass das Europa zu sehen, wie es eigentlich ist. Also sich diese Geschichten realisieren zu lassen. Und noch einmal, das ist für mich eigentlich meine Hauptbeschäftigung als Theatermacher, dass ich irgendeine Geschichte nehme, ob es jetzt wahr oder ein Mythos ist, ist eigentlich egal. Und dann anhand von meistens den Darstellerinnen und Leuten, die da auftreten oder einem Ort, an den wir hingehen, wir haben die Orestie in Mosul gemacht zum Beispiel, da eine Verankerung plötzlich zu finden, wo die Dinge, die man dachte zu wissen, sich beginnen zu verschieben. Und ich erinnere mich, also das nächste Projekt, das wir dann zusammen machten, nicht lange danach, waren die Zürcher Prozesse. Genau, also sozusagen, das ist ja eine ganz andere wiederum ist formal ästhetische Situation, die da hergestellt wird in diesen Prozessräumen, was du ja dreimal gemacht hast, mindestens, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit den Zürcher Prozessen, mit den Moskauer Prozessen und dem Kongo-Tribunal, was sozusagen quasi den Theaterraum zu einem Gerichtsraum macht und in dem Inszenierungen ist fast schon ein falsches Wort, weil das sind ja tatsächlich Dinge, wo man vorher nicht weiß, was rauskommt. Ja? Also das ist ja wirklich eine Situation, wo in jedem Moment es anders ausgehen kann, also als man sich gedacht hat, wobei es, wie man sich gedacht hat, man hat sich eh nichts gedacht. Ja? Also man hat sich schon was gedacht, aber man hat natürlich keinen genauen Plan gehabt. Also vielleicht, ich habe dich jetzt nur unterbrochen, damit man das mal so unterbricht, damit man da einen klaren Strich zieht, aber was wolltest du zu den Zürcher Prozessen sagen? Nee, dass man da ja vielleicht gerade im Vergleich zu den Moskauer Prozessen in einem ähnlichen demokratischen Widerspruch drinsteckt. Also wir haben den Um die Weltwoche, diese rechtskonservative Zeitung in der Schweiz mit all ihren Verletzungen, zum Beispiel des Antirassismus-Artikels oder der Diffamierung von Minderheiten, anhand dessen unter anderen Artikeln, du warst ja Ankläger, haben wir die angeklagt. Und das Lustige war, dass drei Monate vorher habe ich die Moskauer Prozesse gemacht,
wo wir den Fall Pussy Riot unter anderem wieder aufgenommen hatten. Und Putin hat Pussy Riot anhand des russischen Anti-Rassismus-Artikels natürlich angeklagt, weil er gesagt hat, ihr habt die Minderheit der orthodox Gläubigen beleidigt, indem ihr dieses Konzert gespielt habt. Und wie du merkst, wie quasi immer eine Sache kann sich in die oder in die andere, es ist quasi das Interessante der Demokratie ist ja, dass sie wirklich wertfrei ist. Es ist die Herrschaft der Mehrheit und es sind sogar die ganzen Gesetze komplett auslegbar. Man merkt plötzlich, man wird im Grunde zu jemandem, der sagt, die Pressefreiheit ist ein Problem. Mhm. Und gerade war die Beschränkung der Pressefreiheit 3 Monate vorher in Russland auch ein Problem. Und dann kommen wir in die Schweiz und sagen, da gibt es ein Problem, dass die Pressefreiheit über dem Antirassismusartikel steht und dass die Leute, solange nicht irgendjemand wirklich umgebracht wird und man nicht zu seiner Ermordung aufruft, ist eigentlich alles möglich in der Schweiz. Und ich denke auch in der österreichischen Presselandschaft. Und dann merkt man, man hat im Grunde ein ständiges Aushandlungsproblem innerhalb der sogenannten offenen Gesellschaft. Und das hat mich immer unglaublich interessiert. So, man könnte sagen, die finstere Seite der Demokratie. Damit unsere Zuschauer oder Zuhörer deshalb verstehen, die das nicht gesehen haben, das muss man sich so vorstellen, also die Grundausgangsposition hast du geschildert, nämlich dass wir die Weltwoche angeklagt haben und es war so organisiert, dass es einerseits eine Richter- und Richterinnenbank gegeben hat und das sind immer auch Leute, die du ja auswählst, nicht quasi als Schauspieler, sondern aber glaube ich der ehemalige Präsident des Obersten Gerichts der Schweiz, also in Österreich würde das so heißen, wahrscheinlich in der Schweiz auch so. Ja, das Bundesgericht. Ja. Bundesgericht war der Vorsitzende und er hatte auch eine entsprechende stellvertretende Vorsitzende und die Leute, die in der Weltwoche schreiben, also die Angeklagten waren auch tatsächlich irgendwie vorhanden, also aktuelle und ehemalige Weltwoche-Autoren. Der Weltwoche-Chef Roger Köppel war nicht da, aber seine ganze Familie war da, seine Frau mit seinen Kindern als Zuseher. Und es waren ganz viele Zeugen aus dem politischen Leben, sowohl des linken antirassistischen als auch rechten rechtspopulistischen Leben der Schweiz im Zeugenstand. Also die haben da auch mitgemacht, ja. Was ja erstens mal nicht unmittelbar sicher ist, dass das alle tun und dass sie sich dieser Situation auch aussetzen. Und dann gab es halt sozusagen Geschworene und 2 Ankläger und 2 Verteidiger. Und ich war einer der Ankläger. Und wiederum ein rechtspopulistischer Politiker von der SVP war einer der Verteidiger. Also auch da waren eigentlich die realen Akteure im Saal und haben etwas gemacht, was sie ja normalerweise nicht tun würden, nämlich zivilisiert miteinander über ein Thema reden. Und die Zivilisierung ist einfach über die Strafprozessordnung, die du irgendwie angewendet hast, hat stattgefunden. Also da war ja interessant auch jetzt nicht nur, dass das Thema überhaupt so verhandelt wird, sondern dass eine Gesprächssituation hergestellt wird, die künstlich ist und gerade deswegen funktioniert. Ja, also beispielsweise die Prozessordnung sieht ja vor, dass beide Seiten 20 Minuten haben für jeden Angeklagten und da muss man 20 Minuten einfach schweigen als Rechtspopulist oder dann auch als Linker, der da eigentlich gern sofort was reinschreien würde und dann entwickeln sich plötzlich Gedankengänge, denen man gezwungen ist zu folgen und man beginnt gewisse Paradoxien, die tatsächlich existieren und denen man ausgeliefert ist, weil man nicht einfach gleich reinschreien kann und die Sache zur Seite legen, beginnt man zu verstehen und beginnt man zu verfolgen. Und auch wenn man denen politisch nicht folgt oder vielleicht moralisch nicht folgt, so beginnt man zu verstehen, dass es die Möglichkeit gibt, das von 2 Seiten zu sehen. Ne? Und das Interessante ist auch die Jury, die wir hatten. Also wir hatten ja quasi Laienrichter, also wir hatten richtige Richter, die das machen. Und wir hatten ja so eine gemixte, quasi halb amerikanische Rechtsordnung mit einer Laienjury, die am Schluss entscheidet. Und da haben wir ja, also ich setze mich jetzt einmal auf die Seite der Anklage, weltanschaulich, haben wir ja verloren mit, ich glaube, 2-7 oder irgendwie einfach ganz, oder 2-9 sogar, aber ganz hoch, weil die Leute haben gesagt, nee, also es reicht nicht. Das ist nicht okay, was die machen, aber es ist, sie können es machen. Und das war von der Meinungsfreiheit gedeckt, ja. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und die Moral ist da nicht so wichtig oder das Leid des Einzelnen, sage ich mal, der einzelnen Minderheiten und so weiter. Und der letzte Punkt, der mich immer interessiert hat oder die ich entdeckt habe, was du angesprochen hast, im Grunde sind diese Formate auch immer nur
Vorwände für so eine Art Comédie humaine, um eben diese ganzen Akteure, die in diesen Artikeln, in diesen Diskursen so als verdeckte Stimmen drin sind, plötzlich in einem Raum zu sehen. Und dann treten sie wirklich auf und hast du wirklich den, zum Beispiel eine, es gab ja genau eine Figur, die wirklich von beiden Seiten komplett fertig gemacht wurde, das war der islamische Prediger, also der radikale Prediger, der dachte ja, dass hier der Linksislamismus ihm helfen wird, aber da war nichts, den hast du nicht zur Schnecke gemacht. Aber da sind alle möglichen Figuren aufgetreten, also alle möglichen Leute von irgendwelchen Roma-Vertretern bis hin zu eben rechtspopulistischen, eigentlich Rassisten und so, Leute aus der Weltwoche. Und das war wahnsinnig interessant, plötzlich diese ganze Personage dessen, was eigentlich die demokratische Schweiz ist, hier so auftreten zu sehen. Und das ist eigentlich das, was mich dann als Theatermensch oder als ein Mensch, der sich fast weniger für die Geschichte interessiert, als für die, die die Geschichte erzählen, eigentlich der schönste Effekt ist. Also ich fand ja auch interessant, ich glaube, das hat ja irgendwie 3 Tage lang gedauert und es war ein Abend und 2 Tage, aber es im Grunde genommen waren das, wahrscheinlich 25 Stunden reine Spielzeit und es war ja doch in einem ganzen Theater und die Leute hatten Tickets gekauft und Tickets hieß, sie hatten einen 3-Tages-Pass und eigentlich hatten wir ja Angst, was passiert eigentlich, wenn die Leute sozusagen zur Eröffnung kommen und vielleicht irgendwann mal dazwischen da quasi auch nochmal reinschauen, aber natürlich nicht 3 Tage da sein werden, wer wird schon 3 Tage da sein, dass wir dann vor leerem Publikum spielen und das war aber ganz anders, sozusagen die Leute, wenn mal jemand einen halben Tag nicht da war, hat er sein Ticket an andere weitergegeben, die sehnlich darauf gewartet haben, das heißt, es war eigentlich rund um die Uhr voll und es war eigentlich fast rund um die Uhr so eine Stimmung, wo die Leute ganz, ganz leise waren. Man hätte, glaube ich, eine Nadel fallen hören können, weil sie jedes Wort mitbekommen wollten von dieser. Ja, es hatte, ich meine, es klingt jetzt komisch, sozusagen, es haben Rechte gegen Linke miteinander verbal gekämpft und es waren irgendwie Zeugen aus allen möglichen Bereichen, Roma-Kinder, antirassistische Aktivisten, rechtsradikale Abgeordnete, Medienleute, Rechtsgutachter und es hatte einen Zauber irgendwie. Ja, das stimmt. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert. Ja? Aber trotzdem stellt sich die Frage, was bringt sowas? Ja? Also das ist ja trotzdem immer die Frage, sozusagen, wenn man über die Relevanz von so etwas spricht, wo würdest du die Relevanz von so etwas verorten? Also das ist für mich Geschichtsschreiben, das ist für mich ein intellektueller Vorgang. Ich meine, ich glaube, dass es hier einen Unterschied gibt, zum Beispiel zum Kongo-Tribunal, es gibt keinen Weltwirtschaftsgerichtshof. Im Ostkongo sind Millionen von Menschen vertrieben und umgebracht worden, teilweise wirklich wegen den großen Firmen. Und wir haben das geschaffen mit internationalen Richtern und das ist wirklich eine gesetzliche Lücke. Also und natürlich im Kongo, muss man ja dazu sagen, im Kongo, der davon selber profitiert, was ein relativ autokratisches Regime ist, also mit einem Präsidenten, der schon gewählt ist und so. Aber da hast du es geschafft, ein Tribunal gegen die Wirtschaft, gegen die Korruption und die Kombination aus lokaler Korruption und Weltkonzernen zu machen. Schon das ist fast unvorstellbar. Welcher Präsident ist so blöd, sich so ein Tribunal ins Land zu holen? Und man muss sagen, es wurde ja nachher der Innenminister und der Minenminister wurde entlassen von der Region. Also das hat ja wirklich Konsequenzen und das Tribunal lebt noch. Also vielleicht hat jemand die School of Resistance in der Akademie der Künste verfolgt, online vor 2 Wochen. Also das nächste Tribunal ist in Vorbereitung. Das ist unabhängig geworden von uns oder von mir fast. Und das wird jetzt so langsam zur Institution. Und das ist nochmal was anderes als die Zürcher Prozesse, wo man natürlich eher die Schweiz ist ein freiheitlicher Staat, das hat Vor- und Nachteile und das bildet eigentlich dieses Tribunal ab. Natürlich haben wir es gemacht, die Zürcher Prozesse, weil es gab 200 Versuche, die Weltwoche vor Gericht zu bringen, aber die Pressefreiheit ist so hoch, dass wir irgendwann gesagt haben, dann machen wir das in einem Raum, wo wir das wegwischen können, was ja auch schon wieder ethisch fragwürdig ist. So. Oder anders nochmal für mich, oder ein Zwischenbereich zwischen den beiden Möglichkeiten war für mich die Moskauer Prozesse, wo ich dachte, würde Pussy Riot nochmal verlieren in unserem Prozess, und es war nah dran, was würde das eigentlich heißen? Dass sogar wenn ein westlicher Künstler im Sacharow-Zentrum, was quasi die dissidente Kunststätte ist, mit einer Jury aus der Bevölkerung, die aber schon eher
wie soll ich sagen, nicht geschönt, aber die doch eine Chance für Pussy Riot dargestellt hat, freigesprochen zu werden in diesem fiktionalen Prozess. Was heißt das, wenn die nochmal verurteilt werden? Und das ist alles nicht ganz so folgenlos wie in der Schweiz, wo die Leute nachher gesagt haben, ja, vielen Dank, Milo, Robert, dass ihr jetzt die Weltwoche freigesprochen habt. Wenn sie nicht mal im Neumarkttheater, was ja auch hier links ist, verlieren, wo können sie dann verlieren? Und ja, und da haben sie recht. Aber das ist natürlich etwas, was relativ konsequenzlos ist. Gut, darum ging es ja auch nicht. Eigentlich in Wirklichkeit wollten wir den Prozess ja gar nicht, also es war ja auch irgendwie das Irrelevanteste, ob man gewinnt das oder nicht. Das war komplett irrelevant. Das war das sondern aber sozusagen, das hat natürlich dieses Kongo-Tribunal hat ja natürlich dann ja viel mehr, du hast es schon erwähnt, dass dann tatsächlich aufgrund der Dinge, da war ich ja nicht dabei, also nicht mal aus der Ferne oder so, aber wenn ich das recht verstanden habe, aufgrund von Dingen, die bei eurem Tribunal da quasi bekannt geworden sind oder zumindest öffentlich bekannt geworden sind, zwei Minister zurücktreten mussten. Ja, ja, natürlich Bauernopfer, natürlich, also wie soll ich sagen, aber ja, klar. Und natürlich haben auch, als wir den Film gezeigt haben oder so jetzt, als wir ihn rechtefrei zeigen konnten, dank dem Lockdown, als wir den plötzlich streamen konnten, haben die Leute auch gemerkt, okay, also wenn das alles politisiert ist, wenn ein Minister entlassen wird, wenn er vor Gericht gezogen werden kann, auch wenn es fiktional ist, dann heißt das ja, wenn unsere Führer korrupt sind und wir leben ja eigentlich in einer Demokratie im Kongo, ne? Das ist ja nicht quasi in der Verfassung gegeben, dass die kollaborieren müssen mit dem großen Schweizer Rohstoffkonzern und sich davon bestechen lassen müssen, dann wählen wir die einfach ab und plötzlich hat die Elite, nimmt natürlich durch solche, und ich glaube, das ist das Wichtige von, also gerade in solchen Staaten, von der Rolle der Kunst, nimmt die eigene Verletzlichkeit wahr. Also ähnlich, was MeToo geschaffen hat, sage ich mal, ein gewisses Beispiel im Kunstbetrieb selber im Westen, dass plötzlich die Elite eine eigene Verletzlichkeit wahrnimmt und merkt, man muss ja aufpassen. Man ist ja quasi unter, wie soll ich sagen, man ist abrufbar von dem Posten, auf dem man ist, der ist nicht gegeben. Und das ist eine große Bewegung, die man da, das ist wirklich relevant, das ist extrem, also ist wirklich extrem relevant, dass man merkt, es gibt keinen rechtlosen Raum. Jeder untersteht dem Recht. Wir wollten auch mal den Deutschen Reichstag stürmen. Ja. Wir haben das nicht gemacht, aber von der Bildsprache hat Donald Trump das dann gewissermaßen kopiert, oder? Ja, natürlich aus anderen Gründen. Also wir waren der Meinung, da sind nicht genug Leute drin und er fand, es sollte insgesamt geschlossen werden. Aber wir haben dann gemerkt, der Deutsche Bundestag entscheidet, also im Weltparlament entscheidet über so viele Menschen und so viele Länder und künftige Generationen und sogar die Tiere und alles Mögliche. Da sitzen aber nur ein paar Leute drin, die zufällig das deutsche Bürgerrecht und Wahlrecht haben. Das kann nicht sein, da muss man noch ein bisschen Demokratie reinbringen. Und deshalb wollten wir den stürmen oder haben wir den gestürmt. Das wurde dann, wie gesagt, von den Querdenkern und dann von Trump auf ihre eigene Weise gemacht. Lustigerweise ist ja immer das, was passiert, wenn die Leute reinkommen. Für mich war ja beim Kapitol der interessanteste Moment, als sie dann drin sind, Vakuum, Langeweile in der Nase bohren, die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Weißt du, die sind im Grunde gar nicht, die sind gar nicht politisch, die sind einfach reingerannt und dann war sie aus. Während wir in unserer symbolischen, in unserem symbolischen, sagen wir, Sturmversuch, ja vorher, du hast es genannt, General Assembly, sozusagen in der Schaubühne, was auch so eine theatrale Inszenierung war, aber diesmal damals eben nicht nach den Kriterien des Rechtssystems und der Gerichtsverhandlung, sondern eher der parlamentarischen Versammlung, Aktivisten und aus aller Welt, die ihre, also sozusagen von Menschen, die in Südostasien den Regenwald gegen die Abholzung verteidigen, bis eben zu Menschen, die sozusagen die Tierrechte extrem hochhalten, bis hin zu auch AKP-Aktivisten, das war der einzige wirkliche Konflikt in diesen Dings, AKP-Aktivisten aus der Türkei, die sagen, wir sind eigentlich die echten Antikolonialisten, weil wir gewissermaßen den türkischen Stolz gegen die westliche Übermacht da repräsentieren. Also da ging es auch ein bisschen quer. Das war sozusagen wieder eine andere Situation, nur damit wir das hier kurz erwähnt haben. Ne? Ja, das stimmt. Das war auch im Grunde,
Also ich habe einige Projekte gemacht, ich fasse das immer so unter dem Begriff des globalen Realismus zusammen, dass ich immer sage, es muss eine Kunst, es muss eine Jurisdiktion, es muss ein politisches Denken, aber vor allem eine politische Solidarisierungspraxis auf Augenhöhe des globalen Kapitalismus geben, weil der ist grenzenlos, der ist transnational, der reicht weit in die Zukunft hinein, der schafft, man könnte sagen, negative Solidaritäten, die unglaublich stabil sind, die sich rechtlose Räume geschaffen haben. Und all diese Räume, in die muss man invasiv Reform, Solidarisierung und Utopie hineinbringen. Und so ist zum Beispiel das Weltparlament ist natürlich ein großer Solidarisierungsapparat, dass man plötzlich Parallelität von Kämpfen merkt. Man merkt, das sind beispielsweise Produktionsketten, die beginnen irgendwo in Pakistan und die enden dann bei Lidl. Und das sind Leute, die an allen, da kann man die plötzlich zusammenbringen. Und man merkt plötzlich diesen ganzen Zusammenhang. Man merkt eigentlich, was man in Deutschland rechtlich machen könnte, wenn diese Firmen für das, was sie woanders tun, aber unter dem gleichen Namen zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz, die es überall gibt, die ja. Wir damit im Kongo-Tribunal extrem begonnen haben zu unterstützen. Dass sie gesagt haben, man muss quasi die Dinge, die Waren, die Informationsflüsse, die müssen quasi global gefasst werden von einer globalen Zivilgesellschaft. Und da sind wir auf einer Weise extrem weit. Mhm. Und auf der anderen Weise merkt man, dass einfach wirklich Politik noch ganz eben Parteipolitik auch in nationalstaatlichen Rahmen gefangen ist. Das hat man ja ganz stark jetzt gemerkt, oder zivilgesellschaftliches Handeln in der Zeit von Corona, wo jedes Land, also ich bin ja ständig im Überqueren der Grenzen und mache die ganze Zeit Tests, weil ob ich 5 Meter links auf der belgischen Grenze oder rechts auf der deutschen Grenze bin, dann ändert sich alles, ich bin in einem Land so. Also es wurde innerhalb eines Jahres überhaupt keine europäische Politik entwickelt. Wobei da muss man ja sagen, das ist ja ein bisschen was anderes, weil sozusagen das national in nationale Praxen auseinanderbricht, ist hat einfach damit zu tun, dass es halt einfach in nationale Praxen auseinanderbricht. Ja? Während in solchen Bereichen, über die wir sprechen, Lieferkettengesetze, die dann nicht weitergehen oder wo es nur schleppend weitergeht, da hat ja auch jemand ein großes Interesse dran, die nationale Zersplitterung dazu auszunutzen, dass eben nur schleppend etwas weitergeht. Und in diesem Punkt hast du ja angemerkt, dass da immerhin einiges an Bewegung eigentlich hineingekommen ist. Also in Deutschland ja, gibt es die Initiative, in Österreich gibt es die. Aber lass mich einen Satz dazu sagen, die Frage der Verbindung mit dem politischen, mit dem politischen System, das ist natürlich dann auch eine große Frage. Mir würden ja natürlich dann viele Politiker durchaus einfallen, die guten Willens sind, durchaus auch im Regierungsbereich, also vielleicht nicht bei uns, aber selbst bei uns im grünen Regierungsteil und in Deutschland bei der Sozialdemokratie oder wo auch immer, die dann wahrscheinlich sagen würden, ja, er hat eh recht, aber mit ihrer täglichen Regierungspraxis ist es überhaupt nicht verbindbar, weil die können schon froh sein, wenn sie kleine Schritte, die allerkleinsten Schritte hinkriegen. Also jetzt als Beispiel gesagt, der österreichische Bildungsminister kann froh sein, wenn er ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit in den Schulen, in den unterprivilegierten Wohnvierteln bringt. Und das ist schon das Maximum, was er an Gerechtigkeit in kleinen Schritten zusammenbringt. Die Bekämpfung der Weltungerechtigkeit ist außerhalb seines gefühlten Realisierungsraumes, nicht? Ja, natürlich. Also es gibt Bereiche, die sind abgedeckt durch, keine Ahnung, durch Gesetze, andere sind zivilgesellschaftlich zu verändern. Also wir sind ja Wähler, wir sind vielleicht Politiker, wir sind aber auch Konsumenten, wir sind auch Produzenten von Beziehungen, von Waren selber. Und ich glaube, in all den Bereichen können wir handeln. Also wie gesagt, wenn jetzt morgen sagen würde, also wenn jetzt alle, die hier sind und alle, die das hören und so weiter, sagen, wir kaufen nur noch, keine Ahnung, fair produzierte Tomaten, um jetzt nochmal dieses Beispiel zu nehmen, und das dehnt sich aus, dann ist das irgendwie, dann ist die Sache mit diesem Mafia-Konzern tatsächlich erledigt in ein paar Jahren. Und es sind ja viele Dinge auf diese Weise erledigt worden. Ich glaube, ein Problem, dass wir, und deshalb bin ich ein Feind des Nationalstaats, obwohl ich sehe, dass der Nationalstaat natürlich als Solidargemeinschaft schon eine riesige Errungenschaft ist im Vergleich zu kleineren Einheiten, aber dass wir als Europäer gelernt haben, Widersprüche
Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Hunger, all das zu exportieren. Also das findet statt, aber in Süditalien, aber in Syrien, aber in Zentralafrika. Während wir versuchen, unsere Konzernzentralen immer reiner, immer sauberer, immer besser quasi zu organisieren, aber gar nicht merken, dass es bei uns keine Kinderarbeit gibt, weil es in Pakistan Kinderarbeit gibt. Und dass wir einfach lernen müssen, dass wir halt mehr für die T-Shirts zahlen oder uns dafür interessieren, dass es illegal ist, wenn eine Firma bei uns Kinderarbeit in einem anderen Land macht. Dass es das in, wie soll ich sagen, dass die internationale Warenproduktion keine Nationen kennt, so wie der Klimawandel keine kennt und die Migration und überhaupt niemand Grenzen. Aber sie kennt Oberschichten und sie kennt Unterschichten und im globalen Maßstab zählen wir zu den Oberschichten. Du hast mal gesagt, in der Welt, wie sie ist, sind wir Europäer die Arschlöcher und zwar durch Geburt. Das ist höchst unerfreulich, aber leider ein Fakt. Ja klar, also wir sind quasi, ja genau, wir sind die globale Elite durch Geburt. Das ist nicht so, dass ich oder du gesagt haben, okay, wir scheißen drauf, wir werden jetzt mal in der am meisten CO2 produzierenden Region geboren, weil es da auch keinen Krieg gibt und keine Kinderarbeit, weil das haben wir alles exportiert, das können die Arschlöcher in Afrika machen. Das haben wir ja nicht entschieden, aber ich glaube, es ist eine, wie soll ich sagen, eine Verantwortung, dass es so gekommen ist, zufällig. Und natürlich gibt es, also wenn wir schon von globalen Eliten sprechen, ich habe natürlich mit extrem vielen Leuten zu tun, die innerhalb von Kinshasa oder innerhalb von Indien oder innerhalb von wo auch immer zur globalen Elite gehören. Das ist ja auch Europa, man sagt immer Europa, aber geh mal nach Süditalien, dann ist es vorbei mit Europa. Also ich meine, Europa ist noch nicht zu Ende kolonisiert. Auch wir selber haben ein inneres Europa oder man geht dann, an die Stadtgrenze von Wien, dann ist es auch vorbei mit der globalen Elite. Also ich meine, wir haben da ja also es ist nicht ganz so einfach, wie ich das in dem Interview gesagt habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich in meiner Arbeit immer versuche, dieses Outsourcing des Unglücks, der Sklaverei und der Bezahlung, keine Ahnung, vielleicht klimatisch in die Zukunft auf andere Kontinente in Projekten wieder zusammenzubringen. Deshalb werden die oft als so skandalös und schmerzhaft und moralistisch wahrgenommen, weil ich einfach sage, die Dinge sind künstlich auseinandergebracht. Also wir können nicht hier über MeToo sprechen, wir beziehen aber irgendwie eben die Kleidung, in der wir über MeToo sprechen, aus Gebieten, die nur deshalb funktionieren, weil Frauen, während sie vergewaltigt werden, das herstellen müssen. Also das ist einfach das ist nicht zu Ende gedacht, nicht mal im Ansatz. Und das, glaube ich, was man einfach sagt, okay, die Struktur stimmt nicht. Wir können uns da schon einen kleinen Raum schaffen, in dem es dann irgendwie alles schön ist. Und ich glaube, den Fokus aufzumachen und zu sagen, der Genozid in Afrika, das ist nicht einfach, weil die Leute irre sind und nicht alphabetisiert und deshalb bringen sie sich um, sondern das ist 89, das ist die Pressefreiheit, das ist der Fall der Mauer in Berlin, das ist die Popmusik, das ist Nelson Mandela absurderweise, das ist irgendwie die Kolonialpolitik von Europa, das ist und so weiter, dass man das so zu verstehen beginnt, dass Globalvorgang sehr zufällig in Wien oder zufällig in Kigali stattfindet. Jetzt haben wir, uns läuft ja die Zeit davon, wir rennen schon viel zu lang, wir wollten ja um 20 Uhr aufhören und es ist schon 20 Uhr 10, aber sozusagen, das ist ja jetzt auch wirklich wir sind ja so im Reden, dass das auch gar nicht so schlimm ist, wenn wir ein bisschen überziehen, aber ich würde jetzt sozusagen zur letzten Frage kommen, nämlich zu der, nochmal zurück zur Frage der politischen Kunst und wie sie sich, ich meine, wenn man in die Geschichte zurückgeht, ist es ja total interessant, ja, was ist überhaupt politische Kunst, ja, Balzac war sicher kein politischer Künstler, du hast schon die Comédie humaine genannt, ja? War sicher kein politischer Künstler und wenn einer war, dann war er reaktionär, ja? Aber er hat in seinen Büchern die Leere und die Verkommenheit der bourgeoisen Existenz und auch der aristokratischen Existenz so geschildert, dass er der Lieblingsschriftsteller von Karl Marx war. Also er war hinter seinen Rücken irgendwie ein politischer Künstler. Und in manchen Bereichen ist es so, dass gewissermaßen sich verschiedene Formen von politischer Kunst, politischer Theorie, politischen oder philosophischen Zielen aus irgendwelchen Gründen verdichten und addieren zu einem Zeitgeist. Also dass der einzelne politische Künstler nicht bloß ein einzelner politischer Künstler ist, sondern plötzlich Teil oder zumindest nachher, retrospektiv, sehen wir, dass das Teil eines Zeiterlebens war oder einer Zeitepoche oder eines Beginnergefühls. Denkst du über solche Dinge nach? Ich denke nämlich neuerdings über diese Dinge mehr nach, weil ich mir die Frage stelle, was wird eigentlich passieren, wenn wir
wenn wir in diese nächste Ära eintreten, die wir, das wir ja bald tun werden, in einer aus einer großen Krisenhaftigkeit und mit einer großen Krisenhaftigkeit, weil diese Krise ist vorbei, aber die nächste ist dann da. Ja, also ich meine, wie soll ich sagen? Also es gibt ja Epochenbrüche. Ich glaube nicht, dass Corona ein solcher ist, ehrlich gesagt. Also man sieht, also wenn du über Kunst sprichst, dann sieht man ja wirklich die vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, das haben sie gerade nach Hoffmannsthal sich zwar dann umgebracht, da war es vorbei mit KOK. Aber ich meine, dann als der Zweite Weltkrieg kam, da gab es eine ganze Generation von Künstlern, die einfach nicht mehr gelandet sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Zeit war irgendwie vorbei. Für Balzac war ja auch 1848 so ein bisschen, dann hat man auch nicht mehr ganz, dann passierte irgendwie was anderes, es kam die Demokratie. Und ich glaube, dass ganz viele Künstler, zum Beispiel Balzac, es gibt ja die Figur beispielsweise von Rastignac bei ihm, das ist dieser Aufsteiger. Also die Möglichkeit, aus dem Proletariat in die Aristokratie aufzusteigen, gab es zur Zeit von Balzac eigentlich noch gar nicht. Ne? Da warst du einfach gearscht, weil da hattest du nicht mal, warst du nicht mal alphabetisiert. Aber in seinen Büchern gibt es diesen neoliberalen Typus eigentlich schon. Und das ist ganz interessant. Und ich habe ein lustiges Buch, also in Corona hatte man jetzt viel Zeit zu lesen. Ich habe irgendwie Der diskrete Charme der Bourgeoisie, so eine Lektüre vom Kapital von Marx unter der Voraussetzung, dass es ein Roman ist und dass er den Kapitalismus eigentlich liebt, aber auch hasst. Und dann so die Untersuchung der Metaphern, wie er es immer beschreibt. Das ist die große Maschine, die alles Böse zerstört, alle gemeinen feudalistischen Dinge verflüssigt und eigentlich die Freiheit herstellt und gleichzeitig aber auch die Unfreiheit herstellt und die Klassenherrschaft schafft. Und alle Traditionen umbringt, Traditionen sind zwar scheiße, aber irgendwie ist es doch blöd, wenn sie dann im eiskalten Wasser des Kapitals ersäuft werden. Und ich glaube, dass in dieser Krisenhaftigkeit zu leben und in diesem Gefühl des Übergangs mir scheint, weil das ist in allen Künstlern, während du, wenn du vor die kapitalistische Zeit zurückgehst, dann wirst du, nur weil ich jetzt diese Mozart-Oper inszeniert habe mit Stasio, 18. Jahrhundert, da gibt es noch die Idee der Ewigkeit, dass sich nie etwas ändert, dass Revolution im Grunde ein Kometeneinschlag ist, wenn ein paar Leute einfach irre sind oder pervers. Aber da gibt es im Grunde keine, da schleichen Leute rum. Deshalb die schleichen sich hinter dir an. Und dann kommt plötzlich so mit Balzac, tatsächlich finde ich, das ist so der erste oder einer der ersten Autoren, die ich kenne, wo plötzlich irgendwie klar ist, es ist überhaupt nichts mehr sicher. Und auch wenn es noch gar nicht geht, er weiß schon, dass Rastignac eine Figur ist, die jetzt in den nächsten 200 Jahren herrschen wird. Also dieser trumpistische Typus erscheint plötzlich und der ist einmal Journalist, dann ist er Aktienhändler, dann hat er irgendwie, keine Ahnung, arbeitet er mit Prostitution. Es gibt schon MeToo-Skandale, also es ist ja wahnsinnig modern bei diesem Balzac. Und wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass das Schöne an der Kunst ist, um jetzt vielleicht damit abzuschließen, dass man ähnlich wie Marx dafür und dagegen sein kann. Mhm. Man kann irgendwie dem Kapital verfallen, es aber auch kritisieren. Also diese komische Also dieses Ding, also das ist für mich etwas typisch, das zeichnet so einen bürgerlichen Künstler aus. Und es kann durchaus sein, dass nach unserer Zeit ein Künstler kommen wird, der rein ist, der nicht mehr unter dieser Unreinheit, vielleicht wird sich das ändern. Vielleicht wird es nicht mehr so sein, dass man in absoluten Widerspruch, also dass man da in diesem Altbau sitzt mit Kandinsky, aber gleichzeitig Weltrevolution. Also dass diese Widersprüche, in der wir zwei leben, dass die weg sind. Aber ich weiß nicht, das scheint mir einfach jetzt schon lange so zu laufen. Also wenn wir darüber sprechen, richtiges Leben im Falschen, falsches Leben im Richtigen, quasi, wie soll ich sagen, ich war ja immer ein Trotzki-Fan, der irgendwie Wedekind-Kritiker, der irgendwie Kritiken über Wedekind schreibt und gleichzeitig weil er Wedekind liebt und weil er in Wien einfach irgendwie Theaterkritiker ist und das super findet und ein super Stilist. Und auf der anderen Seite plant er mehr oder weniger den Massenmord an der Bourgeoisie. Also das ist irgendwie eine... Das ist ziemlich interessant, zum Beispiel mein Schwiegervater, vielleicht guckt er zu, deshalb sage ich das, der ist ja auch, der kommt ja aus dieser K-Gruppenzeit. Mhm. Der hatte im Grunde gleichzeitig die Weltrevolution geplant, wie er in den Bausparvertrag eingezahlt hat. Okay. Also das ist natürlich das ist, so sind wir. Das ist unser Typus. Es ist beschämend, aber auch schön.
Ja, aber ich meine, sozusagen, das mit den Widersprüchen, ich glaube, du, weil du geschildert hast, die widerspruchsfreie Welt oder das widerspruchsfreie Leben, das ist ja gewissermaßen die dunkle Seite an allen Utopien. Absolut. Insbesondere dann, wenn sie versucht würden, sozusagen auszumalen. Es gab ja ein paar so, ja, also so Ökotopia, Janis Kallenbach, und es gab ein paar so moderne Utopieversuche. Und ich habe mir immer gedacht, in so einer Welt will ich da nicht leben, ja. Also da gibt es keine gescheiterten Existenzen, es gibt keine Säufer, die am Trottoir entlang gehen und vielleicht sozusagen sie anhalten müssen und was weiß ich was. Ja, es ist alles wahnsinnig geputzt und alle machen Mülltrennung und es ist alles wunderbar, ja, aber es hat vor allem den Nachteil, dass es vollkommen steril und aseptisch ist. Komischerweise hat George Orwell das schon mal festgestellt, also der ja sozusagen sehr viel früher als wir mit solchen Dingen konfrontiert hat und hat gesagt, die Utopie ist ein Paradies für Pedanten. Und insofern würde man sich das eben auch nicht wünschen, ein völlig widerspruchsfreies Leben, glaube ich. Ja, ja, es gibt ja ein schönes Buch, das heißt Against Purity, also dass die Idee der Reinheit und der Vollendung, dass die nicht geht. Und das ist ja, ich meine, 99,99% der Auseinandersetzung, die ich da in der linken Szene habe und wo ich auch von rechts angegriffen werde, es geht ja immer darum, dass ich ihnen sage, ein reiner Akt der Kunst gibt es nicht. Kunst bringt die Gegensätze zusammen. Ich bin ein Arschloch. Und das wird noch viel deutlicher, wenn ich da irgendwie versuche, ein Stück zu machen. Und um nochmal auf den Anfang unserer Debatte zurückzukommen, das Schöne an der Bibel, am Neuen Testament, das ich ein bisschen studiert habe in den letzten Jahren, ist ja, dass diese Idee der Reinheit, die ist im Grunde zwar immer so ein bisschen da im Gerede von Jesus, aber im Grunde die ganze Beschreibung, das betrifft auch seinen Charakter, das ist ein narzisstischer Wahnsinniger, der ist zu soft, dann ist er zu autoritär, dann widersprechen ihm alle Leute, er flippt aus, er rennt weg, verschwindet, kommt zurück. Und ich meine, also das ist ja so eine, die sind so unfähig, da mal quasi die Säufer, die Prostituierten, die Leute auszusperren aus ihrer Utopie, dass sie es gar nicht versuchen. Dass sie gerade sagen, die kollektive Anwesenheit all dieser Leute, das ist eigentlich Menschlichkeit. Und das ist das Rührende. Also ich hatte so ein Interview mit der katholischen Kirchenzeitung und ich habe so gesagt, wäre ich der Kirchengründer gewesen, ich hätte aus meinem modernen Geist heraus dieses Buch vermutlich radikal gereinigt, weil das ist ein Widerspruch nach dem anderen. Also es ist in dem Sinne, wie du das sagst, dass da eine Ökotopia geschaffen wird, das ist total unbrauchbar. Jesus widerspricht sich alle drei Zeilen auf irgendeine Weise. Am Schluss ist er am Kreuz, er ist ja selber Gott, ne? Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also leugnet er Gott als letztes Wort, das der Messias sagt? Ich meine, das ist alles komplett unbrauchbar. Und das ist deshalb das Geile am neuen Evangelium. Gut, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir könnten über Paulus reden, den Lenin des Christentums, wenn man so will, der das Ganze dann irgendwie auf eine ja, ZK-Spur gebracht hat, wenn man so will. Ja. Also wir könnten ewig weiterreden. Das werden wir vielleicht irgendwann mal machen. Sozusagen als eigene Installation, 24 Stunden durchreden. Aber heute machen wir das nicht spontan. Danke, Milo, dass du da in der Dunkelheit von Gent, der Hintergrund nämlich schon ganz finster, in der Dunkelheit von Gent mit mir dieses Gespräch geführt hast. Schöne Grüße aus dem Kreisgeforum. Wenn du dann das nächste Mal in Wien bist, physisch. Für die Mozart-Oper. Genau, wenn die Pest vorbei ist. Die Mozart-Oper handelt, also wenn ich noch ein paar Leute einladen darf bei der Gelegenheit, handelt im Grunde von diesem Grundwiderspruch. Des Künstlers, der durch die Kritik des Systems das System am Laufen hält. Wien. Ne? Darum geht es in dieser Titus-Oper. Gut, und die ist dann im Mai in Wien? Ich glaube, die Premiere ist am 21. Mai. Cool, also da werden wir uns sehen und möglicherweise können wir sogar einen kleinen Ausflug ins Kreisky-Forum machen, wenn du ein paar Sekunden Zeit hast. Wahrscheinlich hast du die nicht, wenn du gerade eine Premiere hast, aber wir werden schon sehen. Milo, danke dir, danke bis dir. Bald. Bis bald, macht's gut, tschüss. Und bleib gesund. Du auch.